Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video von mir. Im heutigen YouTube-Video werde ich jetzt unangenehme Fragen beantworten, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Ich werde sie euch jeweils immer hier einblenden. Klar, ein paar sind wieder im Südtiroler Dialekt geschrieben, die werde ich natürlich in Hochdeutsch vorlesen. Ja, dann beginnen wir mal und schauen wir mal, was Interessantes rauskommt. Viel Spaß! So, Frage Nummer 1. Gibt es Dinge, die du bereust? Um ehrlich zu sein, nein. Ich sehe irgendwie immer alles so, dass alles seinen Grund hat. Wenn ich jetzt irgendwas mache, das ich in einem zweiten Moment bereue oder ich mir denke, hätte ich das anders gemacht, denke ich mir so, nee, das ist dir jetzt eine Lehre und da lernst du jetzt draus. Wenn man Fehler macht, soll man daraus lernen, oder wenn andere Personen Fehler machen, soll man aus deren Aktion was lernen. Wenn man von Menschen enttäuscht wird, soll man daraus lernen. Oder wenn man mit einer Person in Kontakt war, wo man sich denkt, Gott, diesen Menschen hätte ich mir echt sparen können in meinem Leben. Nein, also man lernt echt draus. So richtig bereuen tue ich eigentlich wirklich nichts. Also ich nehme von schlechten Dingen wie guten Dingen, die mir widerfahren sind, ich nehme immer etwas Positives mit raus oder etwas, wo ich sage, okay, diese Scheiße wird mir nicht nochmal passieren. Nummer 2. Ist Simon dein Typ vom Aussehen her? Ja, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mit ihm zusammen bin. Ich stehe einfach auf Typen mit dunklen Haaren. Simon hat grüne Augen und dunkles Haar, also was will man mehr? Schwarze Haare, grüne Augen, beste Leben. So blond, blaue Augen ist einfach nicht meins. Charakterlich auch, es passt wirklich alles. Deshalb, ich bin mega happy. Was ist deine schlechteste Angewohnheit? Eine schlechte Angewohnheit von mir ist, dass ich ziemlich lange brauche, bis ich einem Mensch vertraue. Ich bin immer sehr vorsichtig und misstrauisch. Ich brauche immer ziemlich lang, wenn es mir jetzt nicht gut geht oder ich irgendein Problem habe oder irgendein Struggle, dass ich sage, okay, ich hole mir jetzt Hilfe von einer zweiten Person. Ich probiere mal alles alleine zu regeln und das schaffe ich alleine. Das ist auch eine schlechte Angewohnheit. Sonst ein paar lustige Angewohnheiten haben meine zwei besten Freundinnen in meinem YouTube-Video 10 Fakten über mich geschrieben. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So, dann die nächste. Was fehlt dir am meisten an Südtirol? Das ist einfach, klar, meine Mama, meine Familie, meine Freunde natürlich auch. Ich meine, ich habe meine ganzen Freunde alle in Südtirol. Die Natur, die Berge. Also von der Landschaft her kann Deutschland nicht mithalten. I'm sorry. Aber trotzdem bin ich mega happy, hier zu sein in Deutschland, neue Erfahrungen zu sammeln, neue Leute kennenlernen. Deshalb, yes. Ich weiß, voll die 0815-Frage, aber wo siehst du dich in 5 Jahren? Schwierig. Ich hasse diese Frage. Ich bin eine Person, ich lebe in den Tag hinein. Also ich plane nicht alles voraus, da ich einfach mich überraschen lassen will, was das Leben so bringt, was passiert morgen, was ist nächstes Jahr, man weiß es ja nie genau. Ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Ich hoffe natürlich, dass ich in 5 Jahren mehr von der Welt gesehen habe, dass Corona vorbei ist, dass ich gesund bin, dass meine Liebsten gesund sind. Das ist sowieso das Wichtigste für mich. Ich lebe in den Tag hinein und lass mich überraschen, was kommt. Was verbindet dich und deinen Freund am meisten? Wir haben jetzt viele Punkte, wo wir viel gemeinsam haben, wie zum Beispiel, wir lieben beide Musik. Das Erste, was wir machen, wenn wir morgens aufstehen, es wird Musik eingeschalten. Wir unterstützen uns bei unseren Projekten. Ich unterstütze Simon bei seiner Musik. Er unterstützt mich bei meinen YouTube-Videos. Wir filmen beide voll gern. Wir fotografieren. Wir lieben es, Videos zu schneiden. Ah, wir haben echt viele Dinge, die wir voll gemeinsam haben und wo wir uns dann auch verstehen oder Rücksicht nehmen auf den anderen. Die Vergangenheitsgeschichte verbindet uns auch. Ja, dass wir uns einfach 7 Jahre kennen, eigentlich auch schon Tiefen miteinander durchgemacht haben und überstanden haben. Eigentlich immer halt diese heftige Anziehung zwischen uns war. Uns verbindet meiner Meinung nach
viel. Was turnt dich am meisten an? Was meiner Meinung nach bei einem Mann am attraktivsten ist, wenn ein Mann weiß, was er will. Das finde ich sehr wichtig, dass er sagt, ja okay, er kann was planen oder es kommt mal eine Überraschung oder komm, heute packen wir zusammen, wir fahren jetzt irgendwo hin oder lass das machen. Und diesen Teil erfüllt Simon eben auch. Was ich voll schön finde, ist, wenn jemand das voll das schöne Lachen hat. Und das hat Simon auch. Ich liebe sein Lachen. Ich habe noch nie so ein schönes Lachen gesehen, wie er hat. Und seine Hände. Er hat ultra die schönen Hände. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Was sind deine Zukunftspläne? Okay, so ungefähr haben wir die ja vorhin schon beantwortet, dass ich jetzt keine direkten Zukunftspläne habe, dass ich mich überraschen lasse, so was das Leben so bringt. Auch wie gesagt, einfach, dass ich ein bisschen mehr von der Welt sehe. Mein Traum ist es ja, mal so einen Bus zu kaufen oder zu mieten auch nur und mal so ein halbes Jahr, damit die Runde zu fahren, die Welt zu sehen, einfach irgendwo stehen bleiben, okay, heute schlafen wir hier. Ja, ich möchte einfach noch ein bisschen raus in die Welt. Das wäre eigentlich so mein Ziel und mein Traum. Okay, Pornodreh oder OnlyFans? Nein, das wird es von mir nie geben. Ich verurteile niemanden, der es macht. Jedem seins. Meins ist es nicht. Ich fühle das einfach nicht so. Das wäre einfach nicht so meine Richtung. Und ja, dabei belasse ich es auch. Nächste Frage. Was war dein peinlichstes Erlebnis? Wenn man jetzt zurückschaut in meine Jugendzeit, wo ich Party, ausgehen, Disco. Ja, da würden safe ein paar lustige oder peinliche Stories fallen. Ja, vor 2 Jahren bin ich mit meiner Mama wandern gegangen. In Südtirol und da war halt so ein Stück vom Wanderweg, da ging es halt ziemlich bergab, was ja normal ist auf dem Berg. Der Weg wurde halt richtig schmal. Ich habe irgendwie seit ein paar Jahren leichte Höhenangst bekommen und auf jeden Fall bin ich dann nicht mehr weitergekommen. Ich bin dann irgendwie voll starr geworden und habe dann voll das Heulen angefangen und hinter mir war ein deutsches Pärchen und die haben mich dann angefangen halt zu beruhigen und nee, komm, kein Stress. Lass dir Zeit, du schaffst das. Ja, und ich stand da halt, hab voll geheult. Und ja. Nächste. Glaubst du, du kannst irgendwann dein Leben durch YouTube finanzieren? Ich weiß es nicht. Ist schwierig einzuschätzen. Erstens, weil ich ja ganz neu bin auf der Plattform. Ich muss mich da erstmal reinleben und mal mitkommen mit dem Ganzen. Schön wäre es natürlich. Ich meine, mit einem Hobby oder mit einer Leidenschaft Geld zu verdienen, ist immer schön für jeden. Wenn es jetzt nicht klappt, ist auch kein Ding. Ich meine, ich mache es liebend gerne, macht es voll Spaß vor der Kamera oder euch Dinge zu zeigen, zu erzählen. Ich bin bis jetzt schon mal voll froh, dass ihr mich so hart supportet, meine Videos so fleißig anschaut und liked. Ich bin echt mega froh und auch über das ganze Feedback, was ich bekomme, sei es über Instagram oder privat. Ich bin euch echt mega super dankbar, dass ihr so aktiv seid. Dankeschön. Und wer weiß, vielleicht irgendwann kommt es dazu. So, dann kommen wir auch schon zur letzten peinlichsten Sex-Story. Ja, sagen wir so. Raststätte, Wickeltisch. Und ich kann so viel sagen, dass mir nicht die Windeln gewechselt worden sind. Shame on me. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen oder auch kommentieren. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert jetzt. Und ja, dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Kuss geht raus und bis dann.